Hallo, moin moin und allerherzlichst willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ja, jetzt muss ich erstmal eben erklären, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Ich weiß das selbst nicht. Also ihr seht an dem Titel dieses Videos, das ist eine neue Arbeit, ein neues Büchlein, das ich lese. Priestervergötzung und Volksgemeinschaft aus romkirchlichen Archiven von Andreas Thiel. Über den Autor selbst habe ich soweit im Internet nichts erfahren können. Das ist auch ein kleines Buch. Die Quellenangabe fängt auf Seite 83 an. Es ist 82 Seiten lang. Ich habe es vor einiger Zeit durchgelesen. Bruder Gerald hat mir das geschenkt. Ich habe es hier in der Hand und lese jetzt doch aus dem PDF. Das ist ein bisschen leichter. Die Schrift ist noch ein bisschen größer und ich kann auch noch abends lesen. Aber wie kriege ich das alles unter einen Hut? Ich weiß es eigentlich selbst nicht mehr, aber ich dachte mir, ich habe jetzt diese neue Studie, die ich anfange, mit den vier Büchern auf dem Hauptkanal über die Trinität, über den Israel-Betrug, über die richtige Erklärung von der Prophezeiung von Daniel oder den Prophezeiungen von Daniel, wie der Prophet Daniel der Schlüssel ist zur Offenbarung, die richtige Erklärung von vielen Prophezeiungen aus der Offenbarung, die ich früher selbst anders verstanden hatte und bei vielen Dingen, wo ich selber Fragen hatte. Man muss eben, je mehr man studiert, auch zu der Erkenntnis kommen, dass man früher vielleicht falsch studiert, falsch gelernt hat. Und zum Schluss beschäftige ich mich in der vierten Studie halt damit, hauptsächlich, wer ist Jesus Christus durch das Buch Der einzig wahre Gott von Eric H. H. Chang. Ja, und diese Studie mache ich in Deutsch und mache ich in Englisch und habe ich noch die modernen Kriege und dann dachte ich, irgendwie habe ich daneben noch Platz, ich möchte noch was anderes machen, rein für diesen Kanal. Weil hier kommen ja nur deutschsprachige Videos raus. Bei dem anderen sind ja deutsch- und englischsprachig, weil die Studie mit vier Büchern mache ich ja auch in Englisch. Und andere Studien mache ich in Englisch. Ob die jetzt auf Video kommen, das ist noch eine andere Sache. Jedenfalls dachte ich mir, für diesen Kanal haben wir ja im Augenblick wunderbar die Serie, die Marius liest aus der Vatikan im 20. und das 20. Jahrhundert. Ganz tolle Lesung, die der Marius da auf sich genommen hat. Aber ist natürlich, er lässt sich Zeit damit, was auch gut ist. Und ich probiere jetzt hier wieder ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubringen, regelmäßig neue Videos hochzuladen. Und dann dachte ich mir, ich kann vielleicht so ein kleines Buch mit vornehmen. Nur eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, eine ganz andere Richtung einzuschlagen. Und das tue ich auch. Aber dieses Buch wollte ich nochmal mitnehmen. Allein schon aus Dank dafür, dass Gerald mir das vor einiger Zeit besorgt hat. Ich es ganz durchgelesen habe. Und ich denke, ich möchte da jetzt mal die Arbeit von machen, dieses Buch auch zu lesen. Wie gesagt, es ist ein Büchlein. Ja? Und allein der Titel spricht so und so, also spricht mich schon so unglaublich so an, dass ich sage von ja, das muss man den Leuten ein wenig probieren zu verklickern. Wir fangen an in der Vorbemerkung. Also wie gesagt, über den Autoren kenne ich selbst nicht viel. Das Buch ist im Original erschienen im Ludendorff Verlag 1937. Man kann es für ein paar Euronen, also wirklich 5, 6 Euro kann man das bestellen, so ein Heftchen. Man kann es auch auf Archive sich gratis runterladen. Das ist ja das PDF, was ich hier auch im Augenblick vor mir habe, dass ich eben auch abends lesen kann, wenn das Licht nicht mehr so gut ist in meinem Büro hier oder in meinem Schlafzimmer und ich dann besser im PDF lesen kann als in einem Buch, das ich in der Hand halte. Ich habe aber das Buch, das physische Buch hier aufgeschlagen, weil da habe ich mir ja Notizen gemacht damals und dass ich die Notizen dann auch bei der Hand habe. Deswegen, und ich werde mal sehen, dass der Gerald mir das Buch noch bearbeitbar macht. Das ist im Moment eine PDF, die nicht, wo man nicht raus Dinge kopieren kann, wo man keine Unterstreichung machen kann, wo man Kommentare nur schwierig reinmachen kann. Er will mir das noch bearbeiten. Aber das ist, habe ich ihn gestern gefragt und heute ist Montag, der 24. April. Also das kann ruhig ein paar Tage dauern. Wie gesagt, über den Autoren habe ich selber nicht viel erfahren können. Ich habe es probiert, aber echt nichts erfahren. Also nehme ich das, was in der Vorbemerkung darüber steht. Und nach der Vorbemerkung gehen wir kurz das Inhaltsverzeichnis durch und dann gehen wir in die Einleitung des Buches. So, das sollte jetzt zur Einleitung genügen. Mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es soll ja auch nicht irgendwie langes Gerede ohne viel Sinn sein, weil wir kommen dann jetzt zur Vorbemerkung des Buches Priestervergötzung und Volksgemeinschaft. Da steht, der Verfasser dieser Schrift, Andreas Thiel, ist der Öffentlichkeit bekannt.
Sein Leben zeigt in klarer Linie die allmähliche Loslösung vom Christentum. Ach übrigens, das ist wieder in Frakturschrift, ne? Also wenn ich hier und da vielleicht mal stocke, weil ich in letzter Zeit wenig Frakturschrift gelesen habe und die Schrift weniger gut analysieren, identifizieren, erkennen kann, dann nehmt es mir nicht übel. Aber ist ja bei vielen von euch wahrscheinlich auch so, dass ihr mit Frakturschrift Probleme habt. Aber wird schon hinhauen. Wollte ich nochmal eben zu Anfang gesagt haben. Das ist also Frakturschrift hier. Nochmal. Der Verfasser dieser Schrift, Andreas Thiel, ist der Öffentlichkeit bekannt. Sein Leben zeigt in klarer Linie die allmähliche Loslösung vom Christentum. Wobei wir uns jetzt natürlich schon mal die Frage stellen müssen, was wird hier mit Christentum gemeint? Aber da gehe ich später drauf ein. Als Sohn katholischer Eltern geboren, wird er nach Besuch des Friedrich-Gymnasiums in Berlin und anschließendem Theologiestudium in Breslau im Juni 1908 ordiniert und ist in verschiedenen Stellungen als Kaplan, Seminarlehrer und Pfarrer bis September 1921 im Dienste der römisch-katholischen Kirche tätig. Im Herbst 1921 verzichtet Thiel freiwillig auf seine Pfarrei und wird schon kurz darauf für den Gau Ostpreußens als Geschäftsführer der Völkischen Schutz- und Trutzbundes in völkischen und vaterländischen Verbänden tätig. 1922 tritt er aus der katholischen Kirche aus und in die evangelische Kirche ein. Er ist dann von 1926 ab 10 Jahre lang Generalsekretär des Evangelischen Bundes, der ihn im Juni 1936 wegen unevangelischer Haltung kündigt. Der unerbittliche Kampf Thiels gegen Rom und seine Ablehnung des Kampfes gegen das Haus Ludendorff waren diesem Bunde nicht tragbar. Im Herbst 1936 trat der Verfasser auch aus der evangelischen Kirche aus. Zweimal hatte der Kampf für seine Überzeugung ihn aus gesicherter Lebensstellung geschleudert. Aber er folgte seiner Überzeugung. Der Kampf, den er gegen den politischen Katholizismus begann, wurde zu einem Kampf gegen den religiösen Katholizismus und zuletzt gegen das Christentum selbst. Möchte die Schrift dieses ehemaligen katholischen Priesters und Generalsekretärs des Evangelischen Bundes vielen Deutschen die Augen darüber öffnen, dass der völkische Deutsche folgerichtig das Christentum mit seinem Priesterstaat ablehnen muss, weil es der größte Feind einer wirklichen Volksgemeinschaft ist. Der Verlag. Nun, ich wäre nicht Jörg, wenn ich hier nicht etwas bei kommentieren würde. Dass jemand im katholischen Haushalt aufwächst und dann, weil er gläubig ist, später aus dieser Grundlage seine erste Arbeitsstelle findet und er halt Theologie studiert, das heißt also Katholizismus in Breslau, studiert haben wird, wobei Breslau ist ja, meine ich, mehr im Osten Deutschlands, also da befindet sich der Katholizismus ja mehr auf, sage ich jetzt mal, natürlichem Feindgebiet, wo da ist ja mehr Protestantismus, was da überwogen hat. Dass er jedenfalls da Studium macht und dann verschiedene Stellungen annimmt, wie gesagt, Kaplan, Seminarlehrer und Pfarrer, wobei Seminarlehrer noch das ungefähr Schlimmste ist, aber da wird er wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus, wie gesagt, ich habe das Buch zwar gelesen, aber es ist schon eine Zeit lang her, da wird er wahrscheinlich auch früher oder später mit Jesuiten Kenntnis gemacht haben, weil Jesuiten sind diejenigen, die heutzutage und wahrscheinlich auch damals schon, vielleicht nicht alle, aber doch den Großteil der Seminare überhaupt ausrichten und die dafür sorgen, dass die Schriften der Jesuiten in diesen Seminaren gelehrt werden. Also diejenigen, die Pfarrer werden wollen oder Priester werden wollen in der römisch-katholischen Kirche, die sich in der römisch-katholischen Kirche ausbilden lassen wollen, durchlaufen hier eine jesuitische Schulung. Ob das jetzt von Anfang an bekannt ist, dass es Jesuiten sind, die diese ganzen Lehrbücher schreiben, und dann dem Lehrplan aufdrücken, das lasse ich jetzt mal eben in der Mitte. Aber ich denke mal, dass der jesuitische Schriftzug da schon irgendwie drin erkennbar war. Jedenfalls hat er als Kaplan, Seminarlehrer und Pfarrer bis September 21 in der katholischen Kirche gearbeitet, tritt dann aus und
tritt dann im Herbst 36 selbst auch aus der evangelischen Kirche aus, also 15 Jahre später, hat der Autor verstanden, dass der Ökumenismus, der ja seinen vorläufigen Höhepunkt, sage ich jetzt mal, erreicht hat mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass der Ökumenismus hier bereits die evangelische Kirche unterwandert hat, dass evangelische Kirche oder protestantische Kirche auch nicht mehr das war, wofür sie eigentlich mal stand. Und soweit wie ich das verstehe, hat der Autor da seine Konsequenzen ausgezogen. Erst tritt er aus der römisch-katholischen Kirche aus, wo er wahrscheinlich merkt, dass die mit der Bibel und wahren christlichen Lehren nicht allzu viel zu tun hat. Tritt in die evangelische ein, weil man eben diese nicht-biblische Haltung als Protestant in der evangelischen Kirche zum Ausdruck bringen will. Und ich meine, es heißt hier, der unerbittliche Kampf Thiels gegen Rom und seine Ablehnung des Kampfes gegen das Haus Ludendorff waren diesem Bund nicht tragbar. Das heißt also, er hat gemerkt, wie der römische Katholizismus eben auch die evangelische Kirche unterwandert hat. Und deswegen tritt er 36 eben auch aus der evangelischen Kirche aus und wendet sich damit, gehe ich mal voraus, dem einzigen wahren Glauben zu, nämlich dem wahren Glauben an das Wort Gottes, das wir finden in der Bibel. Und ich hoffe mal, dass er eine vernünftige Bibel hatte. Auf jeden Fall schreibt er hier ein Buch, das uns tief in die römisch-katholische Idolatrie mit einbringt. Und das ist etwas, da muss ich mal sagen, mea culpa hier, meine Schuld. Ich meine, ich spreche ja schon lange kein richtiges Deutsch mehr, wo ich hier so lange in Belgien lebe. Und ich habe immer diese ganzen kirchlichen Ausdrücke im Englischen gelernt. Da spricht man eben von Idolatrie, Idole aber das einfache, simple Wort Götze, an das habe ich oftmals gar nicht gedacht. Und das ist nun genau das, was eben hier in dem Titel schon vorkommt. Priestervergötzung und Volksgemeinschaft. Was will uns das denn sagen? Wenn ich den Priester als einen Götzen, als ein Idol ansehe und anbete, wenn ich einen Mensch zum Gott erhebe oder der Mensch sich selber zum Gott erhebt, was ja in der römisch-katholischen Kirche so ist, weil jeder Priester ist ja ein Stellvertreter Gottes auf Erden, genauso wie der Papst. Jeder Priester kann mit den lateinischen Worten hoc est corpus enim meum durch die Transsubstantiation den geweihten Eucharist, das geweihte Stück der Oblate, verwandeln in den wahren Christus, das wahre Fleisch und Blut Jesu Christi. Das ist natürlich, weil in der römisch-katholischen Kirche A der Trinitätsglaube ist, B der Glaube ist, Jesus ist Gott. Das heißt, der Stellvertreter Christi ist eben auch der Stellvertreter Gottes auf Erden, eben dadurch. Ja, sonst wäre er ja der Stellvertreter des Vaters, aber er ist ja der Stellvertreter Christi. Christus ist aber Gott in der römisch-katholischen Kirche, also ist er der Stellvertreter Gottes hier auf Erden. Und der Priester macht ja mit dieser Handlung, holt er ja Jesus Christus aus dem Himmel in das Brot und verwandelt das Brot in Jesus Christus, dann muss der Priester ja mindestens auch Gott sein, weil sonst kann man sowas mit Gott ja nicht machen. Also ein unglaublicher Widerspruch und deswegen ist es auch absolut unbegreiflich, weshalb so viele Leute in die römisch-katholische Kirche gehen, diesen ganzen Quatsch mitmachen. Die denken einfach nicht nach, was da passiert. Ja? Und auf das Wort Götze zurückzukommen, es geht halt um Götzendienst. Ja? Und ich habe da nie drüber nachgedacht, dass dieses Wort mir in meinem Wortschatz die letzten Jahre eigentlich ziemlich gefehlt hat. Ich habe immer von Idolen und Abbildern und so gesprochen. Ja gut, es steht natürlich in der Bibel jetzt auch nicht das Wort Götze drin im zweiten Gebot. Ne? Aber wenn wir mal kurz in das zweite Buch Mose, also Exodus Kapitel 20 gehen, wo Gott die 10 Gebote gibt, da steht hier in der Schlachterbibel, und ich lese jetzt mal eben einfache halber die Schlachterbibel vor, da steht, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer,
die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das Wort Götze kommt hier nicht drin vor. Und ich lebe jetzt inzwischen schon, wir sind jetzt 2023, ich lebe dieses Jahr hier 33 Jahre hier in Belgien. Ich bin halt mit dem Deutschen nicht mehr so bewandert, wie man sein sollte. Und dieses Wort Götze kam in mir gar nicht auf. Aber das ist ein unglaublich wichtiges und auch leicht verständliches Wort. Jeder versteht das. Und in diesem Buch werden wir das Wort auch viel mehr gebrauchen, anstatt eben Idol oder Abbild. Da bin ich halt selber nicht drauf gekommen. Und das hilft manchmal natürlich auch, um bestimmte Dinge besser zu verstehen, wenn man solche Wörter gebrauchen kann. Ich hoffe, das hilft euch genauso, wie es mir geholfen hat und auch helfen wird. Gut, das soweit schon mal zu der Vorbemerkung. Also, wenn der Verlag hier sagt, sein Leben zeigt in klarer Linie die allmähliche Loslösung vom Christentum, ja, dann denke ich eher, dass der Verlag hier meint, die Loslösung von der organisierten Kirche, erst die römisch-katholische, später die evangelische, und dass man damit meint, das Christentum fallen zu lassen. Nein, überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, dass jeder, der Jesus Christus wirklich findet, jede Kirche loslassen sollte. Ja, ich sage jetzt nicht muss, weil ich bin ja hier nicht dogmatisch drüber und ich will den Leuten nicht vorschreiben, was sie tun und lassen sollen. Ich meine nur, dass wenn man ein bibelgläubiger Christ ist, wenn man Christus folgt und wenn man dem Vater folgt und nach seinem Wort probiert zu leben, dass man dann in keiner einzigen Kirche eine Gemeinschaft findet, mit der man kompromisslos zusammen sein kann. So, und in der Bibel steht geschrieben, how can two walk together, lest they agree in Hosea. Das heißt mit anderen Worten auf Deutsch, wie können zwei zusammen gehen, außer sie stimmen überein? Auch wenn ich in einer Kirche bin, die Ökumenismus lernt und die andere Dinge lehrt als das, was in der Bibel steht, dann kann ich mit denen als bibelgläubiger Christ nicht übereinstimmen. Dann habe ich in so einer Kirche nichts zu suchen. Wenn ich aber aus der Kirche rausgehe, heißt das dann nicht, dass ich das Christentum verlasse, sondern das heißt, dass ich diese falsche Gemeinschaft und die Gemeinschaft der Falschlehren verlasse. Und wenn ich dann sogar noch später meine Arbeit mache wie der Autor, diese falsche Gemeinschaft anzuprangern, und zu sagen von, ey, was macht ihr hier eigentlich? Ihr erhebt ihr Menschen zu Gott. Ihr macht im Grunde genau das, was die Schlange im Garten Eden bereits gesagt hat. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr werdet sterben? Ihr werdet mitnichten sterben, aber ihr werdet sein wie Götter. Da muss ich doch mal anfangen, darüber nachzudenken, warum der Verlag hier jetzt so etwas gerade in dieser Art und Weise in den Raum stellt. Seine allmähliche Loslösung vom Christentum. Soweit wie ich das verstehe und soweit wie ich das verstanden habe, ich habe ja das Buch gelesen und wenn ich das Buch nicht gut finden würde, würde ich es ja auch nicht lesen. Ich meine ja, dass der Autor ziemlich wenige Fehler in seinem wirklichen Christen, in seinem wahren Christentum hat. Soweit wie ich das verstehe, ist, je mehr man das wahre Christentum versteht, desto mehr löst man sich von der Welt und von den Kirchen in der Welt. Und das ist was ganz anderes als das, was hier in dem Vorwort von dem Verlag oder in der Einleitung, in dem Ja, in der Vorbemerkung von dem Verlag eigentlich geschrieben steht. So, das wollte ich jetzt erstmal hinweisen. Also für mich ist der Autor ein bibelgläubiger Christ. Ob er auch wirklich genau an die Bibel glaubt, ob er auch die Trinität nicht lehrt oder was, das sind ganz andere Sachen. Ich meine, diese Fehler, da will ich jetzt erstmal drüber hinwegschauen. Ich meine, wer ist denn schon perfekt? Wie lange hat es mich denn nicht gedauert, bis ich erkannt habe, dass die Trinität eine Lüge ist? Und jetzt lehre ich dagegen. Aber manche Leute lernen das bis zum Ende ihres Lebens nicht. Manche Leute finden das auch nicht so wichtig. Die legen ihre Schwerpunkte bei anderen Dingen. Habe ich ja früher auch. Mein Schwerpunkt war die Jesuiten und die Zukunftslehre der Jesuiten, diese futuristische Lehre. Ich habe aber jetzt die Kurve gekriegt und besinne mich auf andere Dinge und finde eben, dass die Lehre, den Menschen beizubringen, dass die Trinität eine heidnische Lehre ist, genauso wichtig ist wie die futuristische Lehre, weil durch die futuristische Lehre, also die Nichterfüllung der Prophezeiung von Daniel durch Jesus Christus vor 2000 Jahren, das ans Ende schieben der Zeit, dieser letzten Woche aus Daniels Prophezeiung, Kapitel 9,
Verse 24 bis 27 mit der sogenannten Entrückung und mit der sogenannten Trübsal, 7 Jahre Trübsal und alles. Das ist so eine furchtbare Lüge, wodurch man im Grunde dazu gebracht wird, einen falschen Jesus zu akzeptieren und einen falschen Gott zu akzeptieren. Und mit der Trinitätslehre ist genau das Gleiche. Der Teufel greift auf allen Flächen eben an, auf allen Oberflächen an, wo er nur kann. Und die Menschen machen es ihm oftmals leicht durch ihre Leichtgläubigkeit, weil sie die Dinge eben nicht vernünftig an der Bibel messen. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Autor jetzt ein Trinitarier war oder die Dreieinigkeit geglaubt hat, ja oder nein. Da kann ich mich jetzt aus dem Lesen dieses Buches nicht mehr dran erinnern, aber es spielt für mich auch keine Rolle, weil er deckt viele andere Dinge auf und die Dinge, die er aufdeckt, finde ich gut, sonst würde ich das Buch nicht lesen. Und wenn ich irgendwo merke, dass da Fehler drin sind, dann mache ich ja meine Kommentare dazu. Und dann sollte jeder für sich selber erwägen, ob ich die Kommentare zurecht mache oder ob ich vielleicht hier auch die Kommentare zu Unrecht mache. Ja? Also das wollte ich erstmal so als Grundsatz, bevor ich jetzt die Lesung überhaupt beginne, erstmal sagen, dass ihr versteht, von gut, meine Motivation ist, hier ist jemand, der ist katholisch erzogen, katholisch ausgebildet, hat katholisch gearbeitet als Kaplan, Seminarlehrer und Pfarrer, ist dann ausgetreten, ist in die evangelische Kirche übergekommen, also vom Regen in die Traufe, würden wir heute als wahre Christen natürlich sagen. Und er hat das irgendwann auch gemerkt und ist dann sogar aus dieser evangelischen Kirche ausgetreten und hat sich eben, ich sag mal jetzt, auf das wahre Wort Gottes konzentriert und alles an der Bibel gehalten, genau wie die Berührer in Kapitel 17, Vers 11 aus der Bibel. Apostelgeschichte, ne? Kapitel 17, Vers 11. Und das für mich alleine ist Grund genug, dieses Buch zu lesen und nach meinem Verständnis zu analysieren und da, wo nötig, mit Kommentaren zu versehen und da, wo nicht nötig, eben so stehen zu lassen, wie es ist. Und wenn ich merke, dass er einen Fehler schreibt, genau wie früher andere Autoren oder andere Bücher, die ich gelesen habe, wenn ich merke, dass da Dinge nicht korrekt drin ausgedrückt sind, dann werde ich sie nach meinem Bibelverständnis korrekt ausdrücken. Ob mein Bibelverständnis jetzt richtig ist oder nicht, ja, das kann euch nur sagen, kann euch nur jemand sagen, der wirklich auch alles an der Bibel misst, weil das ist für mich der Maßstab. Und ich messe das an der Bibel, soweit ich die Bibel kenne. Und ich kenne sie ganz gut. Ich habe sie noch immer nicht ganz gelesen. Nee, das ist richtig. Ich bin auch kein Bibellehrer geworden auf einmal von heute über Nacht oder sowas. Überhaupt nicht. Da geht es gar nicht drum. Aber ich weiß, was Recht und Unrecht ist, aufgrund dessen, dass ich eben die Bibel als meine Moralgrundlage habe. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und danach lese ich auch solche Bücher, weil Bücher können immer nur Vorlagen sein. Außer die Bibel gibt es kein einziges Wort, wo nur die Wahrheit drin steht. Das muss uns mal deutlich sein. Ja? Das heißt, jedes andere Buch ist für Kommentare fassbar. Die Bibel, die muss man nicht kommentieren. Da sind aber viele Leute, die meinen, genau das müssen sie tun. Sie müssen die Bibel kommentieren, sie müssen die Bibel auslegen, sie müssen den Menschen die Bibel erklären. Nein, die Bibel erklärt sich selbst. Und gerade von diesen ganzen vielen Erklärungen und Auslegungen kommen eben Falschlehren in die Welt. Das ist das ganz große Problem. Die Bibel muss man nicht erklären. Alle anderen Bücher muss man erklären. Muss man hier und da einen Kommentar zu geben. Bei der Bibel muss das nicht. Die erklärt sich selbst und kommentiert sich selbst. So, das erstmal jetzt zur Basis, bevor wir jetzt nach 24 Minuten endlich mit der Lesung anfangen. Das Buch ist aufgeteilt in fünf verschiedene, ich nenne es jetzt mal Kapitel. Die Einleitung, die wir jetzt auf Seite 7 gleich lesen werden, dann gehen wir in das erste Kapitel, das heißt der Primat, Vorrang des Papstes als religiöses Dogma, die Grundlage der Menschenvergötzung. Wir erinnern uns, 1870, erste Vatikanische Konzil, Papst wurde unfehlbar erklärt, das heißt, wenn der Papst in römisch-katholischen Lehren spricht von seinem Thron ex cathedra, dann spricht er unfehlbar. Und damit ist natürlich eben auch die Grundlage der Menschenvergötzung, der Idolatrie des Menschen gelegt. Ja. Im nächsten Kapitel heißt es vom religiösen Dogma zur Weltherrschaft. Ja. Das ist ja auch ein Thema, das ich bereits oft besprochen habe. In jedem Pfäfflein steckt ein Päpstlein, heißt das nächste Kapitel.
Genau wie ich gesagt habe, der Papst nennt sich selber Stellvertreter Christi auf Erden und jedes Pfäfflein, jeder Pfarrer, jeder Priester hat im Grunde genau denselben Titel. Das müsst ihr mal schauen, das steht sogar im Katechismus der römisch-katholischen Kirche irgendwo drin. Das ist so riesig, habe ich noch nie ganz durchgelesen. Ich möchte denjenigen finden, der es einfach von A bis Z durchliest. Induziertes Irresein und Folgerungen und Schluss zu den letzten Seiten runden dieses Werk ab. Und jetzt beginnen wir auf Seite 7 mit der Einleitung. Wie gesagt, in Frakturschrift, das ich jetzt hier vorlesen werde. Zitat: Der Priester will durchsetzen, dass er als höchster Typus des Menschen gilt, dass er herrscht, auch noch über die, welche die Macht in den Händen haben, dass er unverletzlich ist, unangreifbar, dass er die stärkste Macht in der Gemeinde ist, absolut nicht zu ersetzen und zu unterschätzen. Mittel? Er allein ist der Wissende. Er allein ist der Tugendhafte. Er allein hat die höchste Herrschaft über sich. Er allein ist in gewissem Sinne Gott und geht zurück in die Gottheit. Er allein ist die Zwischenperson zwischen Gott und den anderen. Die Gottheit straft jeden Nachteil, jeden Gedanken wieder einen Priester gerichtet. So, und da gibt es natürlich auch eine Quellenangabe zu, da gehe ich jetzt nicht rein, denn sonst müssten wir jedes Mal nach hinten blättern und sagen, was ist jetzt die Quelle hiervon. Dieses hier ist aus Nietzsches Werk Wille zur Macht, Abschnitt 139 oder aus der Sammlung Deutsche Bekenntnisse Nietzsche 1 und 2 herausgegeben von Andreas Thiel. Also, es gibt immer eine Quellenangabe damit bei und hinten im Buch, Seite 83 und 84, werden die Quellen aufgeführt. Also auch dieses Buch hat natürlich Quellen. Das heißt, was wir jetzt gerade gelesen haben, ist ein Zitat von Nietzsche. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Zitat, das im Grunde das Dogma der römisch-katholischen Kirche wiedergibt. Ja? Und viele Dinge, die ich bereits in der Vorbemerkung gesagt habe, hierbei, kommen hier auf einmal jetzt wieder. Und wir verstehen, dass ich also mit meiner Analyse bereits von vornherein nicht verkehrt lag. Es steht hier, er allein, also der Priester, ist in einem gewissen Sinne Gott und geht zurück in die Gottheit. Er allein ist die Zwischenperson zwischen Gott und den anderen. Ja, aber was steht denn in der Bibel geschrieben? Da steht doch, es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen Jesus Christus. Da steht doch nicht, dass es einen Priester dazwischen gibt. Überhaupt ist das ganze Priestertum sowieso erloschen. Wir haben einen Hohepriester. Dazu muss man das Buch der Hebräer mal gut lesen. Da steht das alles wunderbar beschrieben drin. Wir haben nur noch einen Priester, ja, und kein Priestertum mehr. Wie damals im Gesetz und den Propheten, da gab es natürlich die Leviten, den Stamm der Leviten. Das war das Priestervolk der Israeliten. Die haben dafür gesorgt, dass die Israeliten das Gesetz Gottes befolgt haben. Und die haben dafür gesorgt, dass die nicht nur Gesetze befolgt werden, ne? Deswegen sagen wir heute noch, ich werde dir mal die Leviten lesen. Was glaubt ihr denn, woher der Spruch kommt? Und die haben dafür gesorgt, dass die Opferungen so vonstatten gingen, wie Gott es bereits vorgeschrieben hat. Also die ganzen Tieropfer, die Speisopfer und die Sühnopfer und diese ganzen Dinge. Und das war unnötig in dem Augenblick, wo Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde. Damit hat er das einzige für Gott akzeptable, für den Vater akzeptable Opfer gebracht. Und das Priestertum hier auf der Erde war unnötig. Und weil er gehorsam bis zum Schluss war, gehorsam bis zum Tod, sogar dem Tod am Kreuz, deswegen ist er der einzige Mittler zwischen Vater Jahwe und den Menschen. Und nicht, wie hier eben geschrieben steht, wovon der Priester der römisch-katholischen Kirche für sich annimmt, er allein ist die Zwischenperson zwischen Gott und dem anderen. Nun, ich will jetzt nicht damit reingehen, ob Nietzsche jetzt, na also wir wissen alle, was das für ein Mensch war. Aber der hat
anscheinend, wie man hier sieht, auch Aussagen getroffen, die durchaus ihre Korrektheit haben. Und wenn jemand korrekt ist, wenn jemand richtig ist in seiner Aussage, dann zählt für mich die Aussage und nicht derjenige, der sie tut. Ich messe die Aussage an der Bibel. Und wenn Nietzsche hier sagt, der Priester allein meint von sich selber, die Zwischenperson zwischen Gott und den anderen zu sein, dann muss ich ganz klar sagen, dann hat Nietzsche hier gut erkannt, dass das eben eine Selbstanmaßung ist, die gegen die Lehre der Bibel geht, wo eben geschrieben steht, dass es einen Mittler zwischen Gott und den Menschen gibt, den Mann Jesus Christus. So. Vielmehr will ich das, diesen Absatz jetzt auch gar nicht analysieren, weil wenn ich das mit jedem Absatz mache, dann dauert das hier wieder 350 Folgen oder was. Und das wollen wir ja nun auch nicht. Soll ja nicht übertrieben sein. Aber ich denke, dass es für uns alle wichtig ist, wenn wir das, was der Nietzsche hier sagt, wenn wir uns das durchlesen, dass wir mal verstehen von welche prätentiösen, welche heuchlerischen Haltungen das Priestertum in der Kirche annimmt. Und wenn wir eben wissen, dass der Andreas Thiel in dieser Kirche aufgewachsen ist, dass er Kaplan, dass er Seminarlehrer und Pfarrer war in der römisch-katholischen Kirche und dann später auch Stellung in der evangelischen Kirche gehabt hat, dass der ganz genau weiß, was das Dogma der Kirche gegenüber dem normalen Volk ist. Ja? Er allein ist der Wissende. Ne? Unter Mittel steht das hier, ne? Sagt Nietzsche. Er allein, der Priester, ist der Wissende. Ja, das geht zurück auf die Zeit des Mittelalters, wo die Bibel nur in den Händen der römisch-katholischen Kirche war. Und selbst dürfen wir nicht vergessen, die meisten Priester durften die Bibel nicht lesen oder in den Händen halten. Martin Luther ist ja auch nur mehr oder weniger durch, zwischen Anführungszeichen, Zufall an die Heilige Schrift gekommen und hat durch das Lesen der Heiligen Schrift gemerkt, in was für einer Kirche er überhaupt ist. Weil wie hätte er denn die 95 Thesen bekannt machen sollen gegen den Ablass, wenn er überhaupt nicht die Bibel gehabt hätte, an was er diese falsche Lehre hätte halten können? So. Er allein ist der Wissende, der Priester allein. Ja, weil die haben, die römisch-katholische Kirche haben, jahrhundertelang die Schrift Gottes unterdrückt und in ihren Reihen gehalten und nur die Priester konnten lehren, was in der Bibel steht. Die haben aber nicht gelehrt, was in der Bibel steht, die haben gelehrt, was der römische Katholizismus und Katechismus ihnen vorschreibt. Die haben gelehrt, was die Tradition der römisch-katholischen Kirche lehrt. Es ist heute noch so, wenn Priester in ein Seminar gehen, die lernen nicht die Bibel. Ihr müsst nicht glauben, dass euer Priester oder Pastor, der da vor euch steht in der Kirche, dass der jahrelang nichts anderes getan hat, als die Bibel, die Bibel, die Bibel zu studieren. Nein, der hat die Tradition und menschlichen Lehren gelernt. Ja? Und dann greift er auf die Bibel zurück und probiert euch die Bibel in dem Maße zu erklären. Deswegen machen viele Dinge auch überhaupt keinen Sinn. Er allein ist der Wissende. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil alle anderen sind vom Wissen ausgeschlossen. So, und wenn die Menge dumm ist, dann kann ich der Menge erzählen, was ich will. Und kann damit auch erreichen, was ich will. Das war so bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts. Und dann, glücklicherweise, wurden die Bibeln in die normale menschliche Sprache übersetzt, also ins Deutsch, ins Niederländisch, ins Englisch, ins Französisch, ins Spanisch, ins Italienisch. Und die Leute in Europa konnten die Bibel in ihrer eigenen Sprache lesen, aber das war jahrhundertelang nicht möglich. Und da ist natürlich dann auch auf einmal die Position des Priesters ins Wanken gekommen. Weil jetzt kann der den ja von oben von der Kanzel nicht mehr erzählen, was er will. Er muss ja jetzt sehen, die Leute können ja jetzt auch die Bibel lesen. Deswegen wurde das Bibellesen ja damals auch schon unter Strafe gestellt. Und bis ins 18. Jahrhundert hinein, ich glaube sogar das 19., bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber das 18. auf jeden Fall hinein, wurde in Bayern jemand, der die Bibel besaß und in seiner eigenen Sprache gelesen und danach gelebt hat, wurde dafür verurteilt. Ob die jetzt auf den Scheiterhaufen gestellt wurden, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe da mal drüber gelesen und ich kann ja auch nicht alles behalten, was ich mal lese, aber bis ins 18. Jahrhundert mindestens wurden die Leute in Bayern zum Beispiel immer noch verfolgt, wenn sie eine Bibel hatten. Ja? Heute hat jeder eine Bibel da liegen. Natürlich, warum denn auch nicht? Die römisch-katholische Kirche sagt sich ja auch, wenn wir das Lesen der Bibel nicht verbieten können, dann werden wir zumindest sehen, dass wir die Menschen Bibeln lesen lassen, wo wir bestimmen, was da drin steht. Wo nicht Gott bestimmt, was in der Bibel steht, sondern wo der Mensch bestimmt, was in der Bibel steht.
durch eben die Basistexte zu verändern. Da gibt es auch ein ganz interessantes Werk von, das ich mal lesen werde. Das ist aber nicht für euch, das ist nicht in Deutsch. Das Buch heißt The Forging of Codex Sinaiticus. Ich habe das, glaube ich, in meiner Vorstellung zur ja, sollte Gott gesagt haben, Serie drüber gesprochen. Das Fälschen des Codex Sinaiticus. Es gibt ja diese unterliegenden Basistexte, worauf viele Bibelübersetzungen basiert sind. Und die basieren sich in der römisch-katholischen Kirche halt auf Codex Sinaiticus und Codex Vaticanus, was beide im Grunde erkannte Fälschungen sind. Aber so ist die Schenkung von Konstantin und so sind die pseudo-isidorischen Dekretale und trotzdem werden die heute noch allen immer durchgezogen von der römisch-katholischen Kirche, als ob es Wahrheit wäre. Ne? In diesem kleinen Satz, ne, er allein ist der Wissende, da steht so viel drin, was man analysieren muss, was man richtig verstehen muss, ja, dass man, wie gesagt, da schon fast eine eigene Sendung drüber machen könnte. Er allein ist der Wissende, weil er eben Zugang zur Bibel hat, den wir nicht haben. Oder Zugang zu den originalen Schriften, den wir nicht haben. Ja? Und vor allen Dingen damals eben im Mittelalter. Nietzsche spricht ja nicht über das Mittelalter, er spricht über die Zeit danach, aber trotzdem in der römisch-katholischen Kirche ist es heute immer noch verpönt, möchte ich mal als Mindestes sagen, verboten würde ich jetzt nicht sagen, aber doch immer noch schwer verpönt, die Bibel selbst zu lesen und die Bibel selbst auszulegen. Das darf man nicht, darf man bis heute nicht. Man muss darauf vertrauen, was der Priester einem erzählt. Und deswegen ist er allein der Wissende und wir alle sind dumme, unwissende Schafe, die auf den Bänken sitzen und zuhören und mäh, zustimmen dem, was der Priester da oben sagt, weil er weiß es und wir wissen es nicht. Ja. Also, ein sehr interessantes Zitat, wenn man da mal eben drüber nachdenkt. Deswegen gebe ich euch ja auch die Brunnen, wo ihr euch das Buch entweder physisch selbst besorgen könnt oder es im Internet runterladen könnt, um selbst mitzulesen, um es selbst nochmal in Ruhe nachzulesen. Nachdem ich es jetzt hier vorgelesen und besprochen habe, dass ihr euch da euer eigenes Verständnis drüber bilden könnt. Ihr müsst ja nicht mein Verständnis übernehmen. Jeder Deutsche sollte diese Worte Nietzsches kennen, weil sie den letzten Grund für das uralte Ringen zwischen Staat und Kirche aufdecken. Nach unsäglichen Opfern, an denen die Kirche nicht unschuldig ist, sind wir Deutsche nach Jahrhunderten endlich zur Einheit der Nation gekommen, ein Volk geworden. Die höchsten Beamten rechnen es sich wieder zur größten Ehre, nur im Sinne ihres Auftrages zu leben, Minister, das heißt Diener am Ganzen zu sein. Das deutsche Volk verträgt es nun nicht mehr, wenn ein Stand, eine Kaste, aufgrund von sogenannten Vorrechten, die zutiefst nur herrschsüchtige Anmaßungen sind, sich von der Gesamtheit überheblich abzuschließen versucht. Dieser Versuch wird immer wieder gemacht und von außen ins Volk hineingetragen. Nicht umsonst nennt sich die römische Kirche in ihren Verlautbarungen mit Vorliebe Ecclesia, das heißt Versammlung der Herausgerufenen, Versammlung der Abgesonderten. Ob alle der römischen Kirche, der Ecclesia Romana angehörenden, wissen, dass sie mit ihren Absonderungen und Herauslösungsbestrebungen berühmte Vorgänger in den alten Pharisäern hat? Die Pharisäer waren die dreimal gesiebten unter der jüdischen Priesterkaste, die Talmudlehrer. Das Wort Pharisäer bedeutet nämlich die Abgesonderten, die Separatisten, die jede Berührung mit den talmudisch ungebildeten Volksmassen ängstlich mieden und ihre Absonderung für etwas Gottwohlgefälliges hielten. Da kommt hier auf der ersten Seite der eine Hammer nach dem anderen. Ne? Die Abgesonderten, sie sind was Besseres. Die Pharisäer und die Priester alleine sind die Wissenden, sie sind die Eingeweihten, die Abgesonderten. Tja. Für uns Deutsche bietet das Wort Separatist noch eine besonders traurige Erinnerung.
Unwillkürlich denkt man dabei an den Prälaten Cars, der am 10. Juli 1935 vom Papst zum Kanonikus, also Domherrn von St. Peter, ernannt wurde. Jetzt mal eben meinen Brüdern und Schwestern helfen, die geschichtlich noch nicht so gebildet sind oder die Lesung von mir früher nicht verfolgt haben. Ludwig Kaas, ja, ein Prälat, ein, ich glaube, der war auch in der Zentrumspartei damals, also der katholischen Partei Deutschlands im Dritten Reich und davor. Und der war damit bei, als am 20. Juli 1933 das Konkordat unterzeichnet wurde zwischen dem Deutschen Nationalsozialistischen Reich und der römisch-katholischen Kirche. Franz von Papen war da der staatliche Führer für Deutschland, Kaas war der kirchliche Führer für Deutschland. Und Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., war da auch mit bei als Staatssekretär des Vatikan. Also aus deutscher, als deutsche Abgesandte zur Unterzeichnung des Konkordats hattest du Ludwig Kaas auf der kirchlichen Seite und Franz von Papen auf der politischen. Und auf der römischen Seite hattest du Montini, der spätere Papst Paul VI. Und Pius XII. Eugenio Pacelli. Ihr könnt euch das Bild vom Konkordat ja auch nochmal angucken, da stehen die Personen mit drauf. Und dieser Ludwig Kaas wurde dann am 10. Juli 1935 vom Antichristen, vom Papst, damals noch der Pius XI., zum Kanonikus, also zum Domherrn von St. Peter ernannt. Das ist eine ziemlich große Ehre, ne? St. Peter ist die Hauptkirche der römisch-katholischen Kirche im Vatikan, ne? Und er wurde der Domherr davon. Die Rolle des früheren Zentrumsvorsitzenden in der rheinischen Separatistenzeit und das Auftauchen seines mit beträchtlichen Geldsummen verknüpften Namens, ne? Also wie gesagt, er war in der katholischer Führer, der eben auch in der Partei das Zentrum drin war, die ja damals der Steigbügel für Hitlers Machtergreifung war. Die Rolle des früheren Zentrumsvorsitzenden in der rheinischen Separatistenzeit und das Auftauchen seines mit beträchtlichen Geldsummen verknüpften Namens in den Büchern der Spritschieberfirma Weber wird uns ebenso unvergessen bleiben wie sein Wort auf dem Berliner Zentrumstag am 27. Oktober 1924. Zitat: Der Nationalsozialismus ist die Ketzerei des 20. Jahrhunderts. Ende Zitat. Nach dieser Worterklärung von Kirche und Pharisäer kann man es verstehen, dass gewisse Kreise sich dagegen wehren, Pharisäer genannt zu werden. Dieses Wort ist eben mehr als Wort. Feststellung und kürzester Tatsachenbericht für jahrhundertelange erfolgreiche Arbeit im Sinne des Buches der Bücher. Offenbarung, Johannes, Kapitel 5, Verse 9 bis 10, Zitat: Du hast uns herauserlöst mit deinem Blute aus aller Art von Stamm, Sprache, Volk und Nation und uns zu Königen und Priestern gemacht und wir werden Könige sein auf Erden. Ende Zitat. Eine moderne Formulierung dieses Bibelworts gab der Rompriester Dr. Mönius, eine Zeit lang die rechte Hand des Kardinals Faulhaber, den wir auch aus Hinter den Diktatoren gut kennen. Zitat: Katholizismus bricht jedem Nationalismus das Rückgrat. Ende Zitat. Es ist ja schon erstaunlich, wie hier ein Zitat gebracht wird von dem Ludwig Kaas von 1924. Der Nationalsozialismus ist die Ketzerei des 20. Jahrhunderts. Und wie er dann später halt eben genau dieser Partei hilft, da wie ist es jetzt, da die Steigbügel zu bekommen, also die Macht zu übernehmen. Ne? Nun habe ich gestern gerade ein Video gemacht auf diesem Kanal hier. Das hieß: Der Staat ist der Vasall der Kirche. Und da kommt ein Bild drin vor. Das muss ich hier jetzt mal eben öffnen, weil das wollte ich euch gerne mal zeigen. Das ist ein Bild, also das, ob ich euch das jetzt im Video zeige, weiß ich nicht, jetzt wäre in der Vorlesung, ich will euch das mal eben vorlesen.
Ich habe die Datei noch hier, mit der ich das Video gemacht habe. Das war ein englisches Zitat von Adolf Hitler anscheinend und ich habe das übersetzt ins Deutsche und das ist dann in diesem Video auch mit drin, weil ich muss ja eben hier abspielen, dass ich das gut lesen kann. Moment. So. Das Zitat von Adolf Hitler lautet: Der Fakt, dass der Vatikan mit dem neuen Deutschland einen Vertrag schließt, und da bezieht er sich auf das Konkordat, eben gerade erwähnt, vom 20. Juli 1933, bedeutet die Anerkennung des nationalsozialistischen Staates durch die katholische Kirche. Dieser Vertrag zeigt der ganzen Welt deutlich und unzweideutig, dass die Annahme, der Nationalsozialismus sei Religionen gegenüber feindlich, eine Lüge ist. Das sagt Adolf Hitler. Und wie verträgt sich dieser Satz jetzt mit dem, was wir gerade hier von Ludwig Kahrs gelesen haben? Der sagt, der Nationalsozialismus ist die Ketzerei des 20. Jahrhunderts. Das sagt er 1924. 1933, 9 Jahre später, ist er bei der Unterzeichnung des Konkordats damit bei, der dann nach der Aussage von Hitler eben deutlich beweist, dass der Nationalsozialismus eben nicht antireligiös ist, dass der eben kein Ketzerismus ist. Nein, was wir ja auch inzwischen schon längst aus anderen Lesungen wissen, dass der Nationalsozialismus überhaupt aus der römisch-katholischen Kirche kommt, durch die römisch-katholische Kirche introduziert, was ich jetzt sagen kann, reingestellt wurde in unser Leben, dass der römische Katholizismus dafür gesorgt hat, dass der Nationalsozialismus gedeiht und wächst und diese Ausmaße annimmt, die er damals angenommen hat, und dass die nationalsozialistischen Führer und faschistischen Führer in Deutschland und in Europa alles nur Puppen der römisch-katholischen Kirche, hauptsächlich durch Jesuiten geleitet waren. Also der Kaas macht hier eine Aussage am 27. Oktober 1924, der Mann, der ja allein das Wissen hat, der ist ja auch ein Priester. Der Nationalsozialismus ist die Ketzerei des 20. Jahrhunderts, um 9 Jahre später einen Vertrag zu unterschreiben mit dem nationalsozialistischen Staat. Und Hitler kann dann eben sagen von, schaut, wir sind nicht gegen Religion, weil die römisch-katholische Kirche hat uns gerade mit ihrem Vertrag erkannt, anerkannt. Ja. Katholizismus bricht jedem Nationalsozialismus das Rückgrat, sagt Kardinal Faulhaber. Hier wird die Volksgemeinschaft und Volksverbundenheit bewusst gelöst zum Zwecke einer Kastenbildung und zu fremdrassiger Bevormundung des Volkes durch Menschen, die Kraft ihres Amtes, das sie göttlich nennen, für sich von anderen Leistungen verlangen, während ihre Leistung für die Gesamtheit sich sehr oft erschöpft in Befolgung des Wortes ihrer Bibel. Philipper, Kapitel 2, Vers 13, Zitat: Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ende Zitat. Gelingen ihre Pläne, dann waren sie in Anlage und Erfolg göttlich. Misslingen ihre Pläne, ist Gott ihr Lückenbüßer. In jedem Fall stehen sie in anderer Verbindung mit Gott als andere Sterbliche. Dies hat schon Bismarck am 10. März 1873 im Herrenhause des Preußischen Landtags deutlich ausgesprochen. Zitat von Bismarck: Seit die Menschheit besteht, hat es Priester gegeben, die Behauptung aufstellen, dass ihnen der Wille Gottes genauer bekannt sei als ihren Mitmenschen und dass sie aufgrund dieser Behauptung das Recht hätten, ihre Mitmenschen zu beherrschen und dass dieser Satz das Fundament der päpstlichen Ansprüche auf Herrschaft ist bekannt. Ein sehr interessantes Zitat von Bismarck und ich glaube, wenn man sich da mal in die Lage versetzt, in der Bismarck damals war, wenn ich in dem sogenannten Hohen Hause, in diesem preußischen Landtag, in diesem Herrenhause, das damals 1873 ausgesprochen habe, dass dieser Satz das Fundament der päpstlichen Ansprüche auf Herrschaft ist bekannt, dann verstehen wir vielleicht auch ein wenig, warum das damals eben zwischen Anführungszeichen protestantische Reich im Clinch gelegen hat mit dem Papsttum und was die Basis ist dieses sogenannten Kulturkampfes, der sich daraus entwickelt hat.
Der Autor fährt fort und sagt: So wurden Menschen aus der Volksgemeinschaft herausgehoben, vergöttlicht, um mit dieser Autorität herrschen zu können. Diese Vergötzung des Priesterstandes im Allgemeinen und seiner höchsten Spitze des Papsttums im Besonderen zieht sich durch die ganze Geschichte der katholischen Kirche hindurch. Nicht erst die bösen Neuheiden unserer Tage haben sie erfunden. Sie ist festgelegt in zahllosen päpstlichen und bischöflichen Erlassen, in Konzilsbeschlüssen und mit den sich daraus ergebenden Folgerungen im Kirchenrecht, das berühmte römisch-katholisch-kanonische Recht, immer wieder gepredigt, bis die Laien sie felsenfest glaubten und nun ihrerseits den Priester als etwas Göttliches verehrten. Der Ring war geschlossen. Induziertes Irrsein, wie die Gattin des Feldherren Ludendorffes nennt, hatte Volksgenossen aus dem Volke herausgehoben, hatte Menschen zu Götzen gemacht. Dieser, das Wachstum des Volkes einengende Ring, wird nur gesprengt durch Kennen und Erkenntnis, wie Friedrich der Große am 24. März 1767 an Voltaire schrieb, Zitat: Die Macht der Geistlichkeit gründet sich auf die Meinung der Leichtgläubigkeit der Völker. Man kläre die Letzteren auf und der Zauber hat ein Ende. Weise Worte von Friedrich dem Großen hier im 18. Jahrhundert. Der Primat, also der Vorrang des Papstes als religiöses Dogma, die Grundlage der Menschenvergötzung. Das ist im Grunde das erste Kapitel und da gehen wir dann auch nächstes Mal in dieser Lesung rein. Ich möchte jedem anraten, sich kurz die Mühe zu machen, auf Archive zu gehen. Ich werde wahrscheinlich das Buch, wenn ich das in der bearbeiteten, also in der Form vorhabe, dass ich Dinge anstreichen kann und sowas habe, auf meinem eigenen Archive hochladen. Den Link werde ich dann in die Beschreibungsbox des Videos machen. Ich weiß auch nicht, wann ich das Video hochlade. Also der Link von diesem Buch ist da drin. Ist das der von mir? Ist das bearbeitet? Ist das nicht der von mir? Es ist der normale, aber ich möchte jeden bitte deutlich nahe bringen, dieses Buch selber runterzuladen und sich selber anzuschauen. Das gilt übrigens für alle Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe, die ihr entweder gratis als PDF bekommen könnt oder die ihr für ein paar Euronen euch bestellen könnt. Und lest es selber nochmal nach. Und dann haltet die Worte des Autoren und meine Worte gegeneinander und haltet das beides gegen die Bibel und dann beschließt bitte selber, ist das hier biblische Lehre oder ist das einfach nur, tja, bigottes, gegen römischen Katholizismus wetterndes, protestantisches, unwissendes Dummgelaber. Wenn ihr zu der Konklusion kommt, dass das Letztere der Fall ist, dann braucht ihr meine Videos nicht mehr schauen. Wenn ihr aber seht, dass sowohl ich wie auch die meisten Autoren, die ich bis jetzt gelesen habe, mehr oder weniger unumwunden Recht haben mit ihren Behauptungen, und wenn wir dann an die Bibel halten, dass die Behauptungen von diesen Leuten sich als Wahrheit bewiesen haben, dann freue ich mich, euch auch in der nächsten Lesung zu diesem Buch von Andreas Thiel, Priestervergöttlung und Volksgemeinschaft, begrüßen zu dürfen, wenn wir dann nach einer zugegebenen, etwas längeren Einleitung in das erste Kapitel gehen und dieses Buch lesen und besprechen werden. Ich freue mich drauf und deswegen sage ich bitte bis zum nächsten Mal, lest eure Bibel. Ladet das Buch runter, schaut da rein, aber lest vor allen Dingen eure Bibel. Shalom, Maranatha.